Wir werden zum ersten Mal den Einsatz von 5G, der nächsten Generation des Mobilfunks, in einem live regulären Ligaspiel sehen, wo wir Daten, die wir auf dem Spielfeld erheben, per Augmented Reality auf ein Handy übertragen. Wir suchen immer nach neuen Features, nach neuen Möglichkeiten, das Stadionerlebnis noch attraktiver zu gestalten und die Möglichkeit, hier mittels 5G neue Perspektiven aufzuzeigen, das Stadionerlebnis zu verändern, ist natürlich etwas, was uns als Bundesliga-Club absolut interessiert. Mehrere Dimensionen, verschiedene Blickwinkel, der Lieblingsspieler, den ich hervorheben kann. Für mich ist es hier das Beispiel, dass ich die Informationen, die ich bisher über andere Kanäle immer zusätzlich hatte, dazu nehmen müssen, jetzt erstmals quasi am Ort des Geschehens in meinen Händen halte. Wenn ich jetzt hier durchschaue, ist das so gefühlt mein Fernseher, wenn ich hier zu Hause sitzen würde. Aber du hast dieses Stadion-Feeling halt. Wir bauen das Ganze natürlich kontinuierlich aus. Wir machen es für zukünftige Zielgruppen, die mehr über das Spiel erfahren wollen. Wir sehen, dass ein großer Trend ist, sich mehr auf Daten zu fokussieren, mehr verstehen zu wollen, warum ist es jetzt eine Torchance gewesen, wie schnell läuft er da unten. Wir sehen, dass es darum geht, das Spielerlebnis im Stadion zu ergänzen und nicht zu ersetzen.